Ich meine, du musst mir sagen, soll ich lieber so oder. Ah, nee, nochmal. Bratsche ist ein Instrument, was, ich würde sagen, zwischen allen Instrumenten schwebt in gewisser Weise. Die Geige ist sehr hoch und das Cello ist sehr tief und Bratsche hat von beiden Instrumenten etwas. Und dazu noch ein was ganz Eigenes, einen sehr samtigen, sehr innerlichen Klang. Und ich weiß nicht, ich denke, wenn ich Musik im Kopf höre, dann ist das eigentlich genau so, wie sich Bratsche anhört. Und deswegen habe ich in dem Moment, wo ich die Bratsche in die Hand genommen habe, auch sofort meinen eigenen Klang gefunden und besser gespielt. Ich finde einfach, es ist ein wunderschönes Instrument. Schon relativ intellektuell, oder? Musik ist natürlich der größte Bestandteil meines Lebens oder was ich tagtäglich tue. Aber ich finde viele andere Dinge auch interessant, zum Beispiel verschiedene Menschen treffen und in Gesprächen zu erfahren, was andere Menschen bewegt. Ich lese wahnsinnig gerne. Ich bin ein großer Kineast. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino. Und im Endeffekt muss ich sagen, dass alles auch eine große Inspiration für mich ist zum Spielen auf der Bühne, weil man Erfahrungen braucht, von denen man sprechen kann, weil man Erlebnisse braucht, die einen beflügeln und nach oben bringen. Und zum Beispiel, ich habe eine Lehrstelle in Madrid und das Unterrichten macht mir große Freude, dass ich jungen Leuten den Mut gebe, ihren eigenen Weg zu gehen und sich vorzutasten zu dem, wer sie sind und zu sagen, das bin ich vor vielen Leuten. Klassische Musik gibt einem die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit Leuten, unabhängig von allen Schwellen der Sprache oder verschiedenen Hintergrunds und so weiter. Das wird alles unwesentlich. In dem Moment, wo ich Musik mache und wo jemand mir zuhört, begebe ich mich auf eine Ebene mit jemandem, die ich sonst nur mit sehr, sehr viel Gesprächen und sehr viel Worten erreichen kann. Alle diese Grenzen lasse ich einfach hinter mir und ich tauche sofort ein in den intimsten Austausch, den ich mit einer Person haben kann. Ja, gerade haben wir das Schilflied von Mendelssohn gespielt. Und zwar ist es eines der Werke, die auf unsere neue CD kommen, die wir im Oktober aufnehmen und die im nächsten Jahr im Frühjahr erscheinen wird. Es hat auch im Konzert oft gut funktioniert. Wir haben diese Lieder auch im Konzert schon öfters ausprobiert und das kam immer beim Publikum auch sehr gut an. Ja, jetzt tok, 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 das genau. Ist halt auf der CD genauso ist. Thank you.
Das zweite Album soll einen ganz anderen Aspekt von Bratsch zeigen. Und zwar haben wir uns für klassische und barocke Werke entschieden. Machen wir klassische Konzerte, die eher unbekannt sind, aber die Bratsche zeigen, dass sie eben auch brillant sein kann und elegant und leicht. Und das Ganze haben wir kombiniert mit Bach-Kantaten, die ich auf der Bratsche spielen werde. Und da geht es in gewisser Weise wieder um denselben Aspekt, dass das Geistliche und das Hoffen, was in Bachs Musik ist, die Hoffnung und der Glaube, der einen weiterträgt, dass der auf der Bratsche eben ganz besonders schön zur Geltung kommt. Diese Innigkeit und diese innere Überzeugung von dem, was ich mir wünsche und woran ich glaube. Und ich glaube, dass es ein sehr schöner Kontrast sein wird zwischen leichtem, eleganten, klassischen und dieser Schwermut und der Beseeltheit von Bachs Musik. Ich glaube, dass es eine sehr interessante Mischung ist. Also Nils und ich haben uns eben gerade kennengelernt. Ja, eine sehr alte Bekanntschaft. Nichtsdestotrotz klappt das schon ganz gut mit der Kantate. Ja. Also ich habe das Gefühl, wir harmonieren sehr gut miteinander, musikalisch. Und hinterher wird er dann sagen, ich habe genug. Das ist nämlich der Titel des Werkes, das wir heute spielen. Mhm. Naja, ich meine, bei Bach kann man eigentlich nur eins machen. Man muss es sowieso loslassen und sich reinschmeißen. Und sich treiben lassen. Ganz und einfach genau. Diese unendliche Schönheit genießen. Ja. Proben kann man da sowieso nicht. Ah ja, gut, okay, gut zu wissen. Popmusik ist sehr viel populärer, eben darum Popmusik. Ach, das ist total nochmal. Warum nicht Schubert und... Nein, Quatsch. Total falsch. Also kann ich mich so bewegen? Gut. Also für mich ist die Bratsche. fangen wir jetzt schon an, oder?